Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elex. Es ist eventuell möglich, dass ich einen kurzen Moment vergessen habe, die Aufnahme zu starten. Aber an sich haben wir nichts Bedeutendes gemacht. Wir sind einfach nur von Alrik oder wie der Typ auch immer hieß, hier rübergelaufen. Und ich wollte jetzt ganz still und heimlich. Nix machen. Dupdidu. So, hier nehmen wir einmal alles raus und packen da eine Kralle rein. Kralle, 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 Kralle. Kralle. So. Ist jetzt, ja, genau. Kralle ist jetzt drinne. Und dann wollten wir uns hier nochmal mit Born unterhalten. Was genau baut ihr hier an? Was du hier siehst, sind die Setzlinge für unsere Weltenherzen. Die meisten der Setzlinge überleben den Wachstumsprozess nicht. Bis ein Setzling wirklich erste Anzeichen zeigt, dass aus ihm ein Weltenherz werden könnte, vergeht eine lange Zeit. Aber wenn du mehr über die Weltenherzen wissen willst, fragst du am besten jemand anderes. Wir sind hier nur für die Zucht und Pflege verantwortlich. Zucht und Ordnung. Wie steht es um die Setzlingsfelder? Den Umständen entsprechend. Die meisten meiner Leute sind mit dem Schrecken davongekommen. Aber der Angriff hat uns ein weiteres Problem beschert. Die Mistviecher haben den Boden so durcheinander gebracht, dass unsere Setzlinge gefährdet sind. Ich werde nicht umhinkommen, alles von meinen Leuten abzuverlangen. Es gibt also Arbeit. Ja, da die Setzlinge jetzt besondere Fürsorge brauchen, fehlen mir die Kapazitäten zum Abernten der Heilwurzeln. Ich hoffe, du erklärst dich bereit dazu, diese Aufgabe zu übernehmen. Ohne die Heilwurzeln wird es uns schwer fallen, die Verwundeten ausreichend zu versorgen. Aber natürlich kümmere ich mich um die Ich kümmere Heilwurzeln. mich um die Ernte der Heilwurzeln. Du packst die Dinge an, nur weiter so. Denke aber daran, dass mich nur die ausgewachsenen Exemplare interessieren. Die anderen taugen nicht einmal, um den Gestank aus den Stiefeln zu vertreiben. Okay, krass. Wo kann ich die Heilwurzeln ernten? Sieh dich beim großen See oberhalb von Goliath um. Sie wachsen vereinzelt und sind leicht zu übersehen. Okay. Ihr solltet die Heilwurzeln in der Nähe des Setzlingfeldes anpflanzen. Der Vorschlag ist nicht schlecht. Die Bedingungen zum Wachstum wären auch hier gegeben. Und wir würden einiges an Wegstrecke einsparen. Weißt du was? Dein Vorschlag gefällt mir. In Zukunft lässt sich da sicher etwas machen. Ist das eigentlich sein Scheiß Ernst? Muss jetzt erst irgendein dahergelaufener Depp ihm sagen, dass man eventuell auch in der Stadt Heilpflanzen anpflanzen kann und nicht erst aus der Stadt rausrennen muss? Ich meine, ich erinnere mich an eine bestimmte nette kleine Szene aus, also als wir an dem See spazieren gegangen gewesen sind, so. Da war etwas, das uns überrascht hat und ziemlich schnell kaputt gemacht hat. Deswegen, naja. Bring mir etwas bei. Alles klar. Alles klar. Guter Esser kann ich werden, will ich aber nicht. Giftresistenz, Frostresistenz, Strahlenresistenz, nee, alles egal. Intelligenz brauche ich noch für das hier und ja, nee, bessere Trophäen brauche ich glaube ich erstmal nicht, aber die Wirkung Nahrung. Nee, brauche ich auch nicht. Tschüss. Wo ist denn das überhaupt jetzt hier? Verdammte Genau, Technik. den See, das dachte ich mir. Das war, ich glaube hier oder irgendwo wurden wir auf jeden Fall massivst überrascht und ja, kam unserer Gesundheit nicht gerade zugute. Was haben wir hier für eine Aufgabe gerade? Ach genau, das machen wir erstmal. Gehen wir noch kurz zu Sina. Oder Sinda? Oder Wiese? Weiß ich nicht. Moin. Kann ich nicht irgendwie.
Was ist los? Oh. Puh, jetzt hat sie mich erschreckt. Ja gut, nee, da muss ich warten, bis Tag ist. Oder? Jetzt zerbricht dir doch darüber keinen Kopf. Ich bin dann mal weg. Gute Nacht. Ich find's gut, dass man hier einfach in die Häuser reinrennen kann und einfach in irgendwelchen Betten pennen kann. Moin! Alter, ist das dunkel. Meine Güte. Ups. Das war aus Versehen. Kralle, 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 Kralle. So, tschüss. Moin. Ach, Persönlichkeit brauche ich. Ja, nee, kannst du vergessen. Tschüss. So, und jetzt ist hier irgendwo die Truhe von dem... Dich interessiert das doch bestimmt nicht, wenn ich jetzt suchst hier kurz du, in die Bestimmtes? Kiste gehe, oder? Öffnen ist verboten. Na gut, dann machen wir das natürlich nicht. Tschüss! Oh, jetzt guckt der mir auch noch an, ey. Pass mal auf. Kann ich dir helfen? Nee. Mir kann man nicht mehr helfen. Ich merke sofort, wenn hier was fehlt. Naja, ich will ja auch nur was hier reintun, du Depp. Da, warte mal. Die Sachen. Und... eine Kralle. Ja, ja, da. So, schließen. Moin. Dann speichern wir nochmal ganz kurz, sicherheitshalber. Wie auch immer. Ups. So, so. Und hier in der Hütte müsste er drin... Wie ist das möglich, dass ich diese Pflanzen nicht mitgenommen habe? Alrik, moin. Wer treibt sich denn hier um? Ich habe das Zeug in Drocks Truhe verstaut. Hast du auch die Krallen deponiert, wie ich es dir aufgetragen habe? Ja. Ausgezeichnet. Ja. Wie geht es weiter? Zunächst einmal hätte ich gerne meinen Schlüsselbund wieder. Von mir aus. Gut. Und jetzt kommt mein Part. Ich werde Cormac stecken, dass Drog ein Dieb ist und Katta zu Unrecht verbannt wurde. Am besten rede ich mit ihm allein. Wir wollen ja nicht, dass unser abgekartetes Spiel auffliegt. Warte hier, ich bin gleich zurück. Gute Neuigkeiten. Hat es geklappt? Ja, er war richtig aufgebracht, weil er sich einen Fehler eingestehen musste. Katta wird schon bald wieder hier sein. Cormac hat gleich einen Boten losgeschickt. Und was ist mit Drog? Den sehen wir nicht wieder. Cormac hat ihn ohne Umschweife in den Wald jagen lassen. Der Plan ist perfekt aufgegangen. Danke für deine Hilfe. Na? Wer nimmt nun Drogs Posten am Tor ein? Na, rate mal. Wer ist denn bald wieder zurück? Katta wird sich schon bald am Tor einfinden und eine bessere Wache abgeben, als er es jemals war. Und das alles hat sie mir, also uns, zu verdanken. Such sie bald mal auf, wenn du Zeit hast. Sie wird sich sicher erkenntlich zeigen. Sicher, machen wir natürlich gerne. Ah, nee, den Rest interessiert uns gerade nicht so. Katta, 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 Messer. Hä, hier ist ja auch noch eine Pflanze. Hä? Bin ich überhaupt jemals lang gelaufen? Ich komme mir etwas doof vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ist wahrscheinlich auch nichts Neues. Moin. Hallo, liebe Katta. Cormacs Eskorte hat mich erreicht. Ich stehe tief in deiner Schuld. Es war Alreks Plan. Ja, aber er hat ihn sicher nicht ausgeführt. Dafür ist er viel zu vorsichtig. Damit bist du es, dem ich zu verdanken habe, dass ich nicht mehr im Dreck schlafen muss und genug zu essen habe. Und das Beste an der Sache ist, dass das miese Schwein Drog aus dem Weg geräumt wurde. Hier, mehr habe ich leider nicht.
Im Exil verdient es sich schlecht. Außerdem gebe ich dir ein Kleinod mit, das dir noch von Nutzen sein wird. Wenn es soweit ist, wirst du wissen, was ich meine. Danke. Katas Kralle erhalten, mhm. Was wirst du jetzt tun? Ich verrichte meinen Dienst am Tor und werde mich gut mit den Warlords stellen. Außerdem habe ich hier und da noch unerledigte Geschäfte, denen ich nachgehen muss. Okay. Geschäfte? Hm. Klingt eher so, als hast du vor, dir neuen Ärger einzuhandeln. Dir kann man wirklich nichts vormachen. Als man mich seinerzeit abgeurteilt hat, sind mir viele in den Rücken gefallen. Und ich bin mir sicher, sie werden einige Splitter ausgeben, um sich Ruhe vor mir zu erkaufen. Hier, für deinen Scharfsinn. Sagtest du nicht, du hast kaum noch etwas? Hey, eine Frau weiß zu haushalten. Ja, ja. Schlawinerin. Gut, nun ist Cutter wieder hier. Wir sind glücklich. Und wir teleportieren uns... Schnauze. Teleportieren uns kurz hier hoch. Und sprinten... Obwohl, nee, wir haben dieses geile Kettensägenschwert. Das behalten wir erstmal. Ich will gerade überlegen, ob wir uns vielleicht neue Ausrüstung kaufen wollen. Aber nee. Nicht für uns. Mächtige Heilpflanze. Mana-Pflanze. So. Heilpflanze. Da hinten ist ein... Wie heißen die Viecher noch gleich? Ein Pickelgesicht oder so? Schritter. Schritter. Ka-ching. Moin. Mama. Ey, ich laufe echt blind durch die Welt. Ja. Schön wie... Wunderschön, das hier ist ja wirklich einwandfrei. Oh, moin. Plüpp. Tschüss. Wieder Pflanze übersehen. Also wachsen die nicht hier am Ufer? Ich hätte gehofft, die sind irgendwie hier so um den See herum verteilt. Hi, hallo. Wär's denn mal mit... Kann ich das so schaffen? Nee. Das sind zwei Stück. Wir machen es mal lieber auf die sichere Weise. Achtung! In die Fresse. Jetzt kriegst du einen ab. Dann kriegst du wieder einen ab. Und du wieder. Und du kriegst noch einen. Dann kriegst du wieder einen ab. Oh, das ist so wunderbar, dieses Ding. Ich liebe es. Könnte ich es heiraten, ich würde es machen. Mensch, Mädel, kriegst du es auch noch heute hin, oder? Alles muss man selbst... Ich fühle mich etwas... belästigt. Oder es versucht, alle meine Entchen nachzuspielen. Das kann man natürlich auch so sehen. Mehr Pflanzen... Hallo, Pflanzis. So, hier hinten wird das 100 pro das Gesocks rumliegen, oder? Oder? Was bist du denn? Wie hießen die? Untier? Nee, Unhold. Unhold waren's. Ich verzichte jetzt mal auf die Begegnung mit dem.
Aber den können wir vielleicht noch wegmachen. Es geht los. Es geht los. Oh, da bin ich krass gedodged, Alter. Wow, krasses Special-Ability hier, ja. Aua. Das ist Kette. Mein Schwert. Ich hab grad gedacht, mäht hier gerade jemand Rasen oder was? Ja. Ich kuschel mich mal hier an den Felsrand, ne? Vielleicht was. Ja gut, da müssen wir dann wohl härtere Geschütze auffahren. Also. Den Kampf schlagen wir gemeinsam. Machen wir. Oh, er ist abgestürzt. Alter, der klettert hier wieder hoch. Der backt sich hoch noch viel schlimmer. Ah! Geh weg. Lass meine Freundin in Ruhe, du Spacken. Alter, jetzt hör auf zu dodgen. Fast noch schlimmer, als die Freundin zu schlagen. So, steh auf, fall hin, ich steh auf, fall hin. Schönes Stehaufhändchen bist du. Was ist hier jetzt los? Los. Die Potato. Dammit. Sehr gut gemacht, Frau. Oh, Alter. Ist ja eine ganze Menge Stuff daraus. Warte mal. Ach, ich kann doch auch einfach... Ich bin doch ein Held vorm Herrn. Erntezeit ist das, ne? Genau, ausgewachsene Heilwurzeln auf Karte markieren. Ja! Much better. Das ist keine, aber das ist eine mächtige Heilpflanze. Nehmen wir natürlich auch mit. Oh, scheiße, Alter. Die sieht man ja echt gut. Das wäre lustig geworden, die alle einzeln zu finden. Aha, Money. Bei dem Typen ist das hier nicht gut gekommen, der Aufenthalt auf der Insel. Aber, naja. Aber eigentlich ganz nett hier. Eigentlich ganz nett hier. Okay, das war krass. Ja, also eigentlich ganz nett hier, wie gesagt. So, Wiesenkraut. Da ist noch ein Kräuterchen. Zack. Eigentlich ganz nett hier. Ja, so schön sind wir uns auf jeden Fall einig, die Kaja und ich. So, da ist die nächste. Oh, wow, 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 wow. Wow, wow. Was zum Slugbeast? Das ist doch kein Slugbeast, das ist Cthulhu. Guck mir nochmal an, du hässliches mit Vieh. Das ist 100 pro Cthulhu. Ja, siehste? Okay, so, den Bolzen müssen wir mitnehmen. Speichern wir nochmal. Ich bin da. Es freut mich, dass du da bist. Cthulhu wird sich nicht von alleine besiegen. Ah, doch, es macht aber... Alter, wollte er mich gerade anspringen? Alter, der wollte mich doch gerade anspringen. Weg mit dir. Stirb, Kartoffel. Ja, genau. Ich erwarte von dir, dass du da schön Feuerbälle reinschleuderst. Oh. Und ich möchte gerne auch treffen, das wirst du vermeiden. Das ist in Ruhe. Das ist in Ruhe, du. Mistvieh. Alter.
Alter. Gar nicht, wie so viel Mini ich jetzt hier in das hier reinhalten muss. Ja, schrei ruhig. Kriegst du einen Vollball in die Fresse. Und hier gleich noch einen. Und hier noch einen. Und jetzt muss ich weg. Tschüssi. Alles in Ordnung? Die hängt ja so ein bisschen ab, habe ich das Gefühl. Ja, komm her. Hängt da ein bisschen ungesund im Dreck. Oh lol, okay. Okay, okay, okay. Weg mit dir. Hit Nummer 1. Und die 2. 3. Und die 4. Noch eine 5. Und komm, die 6 geht auch noch. Ja, genau. Dreimal schön rum. Kriegst du nämlich jetzt auch noch eine 7. Ja, 2. Weg hier. Katja, du kannst ruhig wieder aufstehen. Kannst dich ja mal wieder ausbuddeln. Aber den kriegen wir. Der ist zum Glück super langsam und hat aus unerfindlichen Gründen keinen Fernkampfangriff oder setzt sie nicht ein. Moin. Slugbeast, Alter. Ach, guck mal, da ist sie wieder. Für mich ist das aber trotzdem Cthulhu. Das ist und bleibt Cthulhu für immer. Sehr schön. Einwandfrei. 275 Erfahrungspunkte für ein dämliches Vieh. 11 Rohrenplatten. Nice. Nice. Ja, überhaupt gar kein Problem war das, ne? Aber auch nur, weil wir den Flammenwerfer hatten. Ich will nicht wissen, wie das ausgegangen wäre ohne den das Gerät. Das war auf jeden Fall die beste Anschaffung. Überhaupt. Oh, hey. Artus? Artus? Bist du's? Werde ich jetzt der Herr des. Komme ich jetzt zur Herrin des Sees, wenn ich hier das Schwert rausziehe? Ignis Artifex. Okay, das war ein interessantes Geräusch. Ignis Artifex. Moment, hier muss ich hin. Zweihändig. Macht 53 Schaden. Brauche ich 4 Stärke für und noch einen Haufen Geschicklichkeit. Macht 10% Nahkampfschaden und Waffenschaden, also Feuerschaden. Hat noch einen Sockel. Einst die Waffe eines großen Warlords, der dieses Schwert in der Hitze des Vulkans härtete. Seither trägt es seine unglaubliche Macht inne. Klingt geil. Wir haben noch einen Punkt, den wir verteilen können. Nein, nein, nein. Hier haben wir noch 2 und ein. Ich wünschte, wir hätten einfach mehr Zeit. Ja, wofür eigentlich? So irgendwas spielt. Irgendwas Tolles vor? Picknicken oder so? Achso, kaum ist Cthulhu weg, kommen hier gleich die anderen Hässlichkeiten angejingelt oder was? Das sehe ich ja nicht. Hier, Feuerball in die Fresse. Whams. Oh ja, die tun weh. Okay, die, ich dachte, das wären ein bisschen low-bob-pickere Viecher. Weg! La, 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 la. Da, 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 da. Weißt du, Cthulhu, übelst easy weggemacht und jetzt verkacke ich hier gleich 13 Mal gegen diese hässlichen Viecher. Aber
Das werden wir erst in der nächsten Folge herausfinden, denn die 25-Minuten-Marke ist erreicht. Und ich wünsche euch einen ganz wunderbaren Tag. Bis morgen. Ciao.